Es geht ja immer um die Schizophrenie. Mhm. Ja? Also schon alleine diese Bilder zu sehen, die Sachen schön zu Hause zu empfangen, zu wissen, was da ist. Und diese Gleichzeitigkeit, ne? Mhm. die uns ja oder mich zum Beispiel sehr stark bestimmt. Es geht auf jeden Fall, als ich dieses Material angefangen habe zu überspielen, ich habe fast ein ganzes Jahr das überspielt, dass das aus über 6 Stunden Kurzfilm ist das zusammengeschnitten. Da war ich natürlich auch fasziniert von diesen Bildern, von dieser völlig neuen Art, wie sehen Handyvideos aus, wie stellt man heute Bilder her. Mich hat eben erstaunt, wie ähnlich wie das zusammenpasst. Also wie eigentlich dieses Material auch wieder in die eigene Geschichte passt oder eine bestimmte Form von Bildern zu sehen. Aber hier geht es ja auch ganz eindeutig um den Ton, das ist ja Synchronton, der Ton ist ja nicht extra drunter gespielt, sondern alle diese kurzen Stücke sind auch nicht von mir geschnitten, sondern übereinander gesetzt. Und der Synchronton ist der Beweis. Und was mich so sehr beeindruckt hat, dass diese Videos hochgestellt werden als Beweis, selbst wenn man darauf nichts wirklich sieht. Also was bedeutet das für Dokumentarismus, was bedeutet das überhaupt für die Wahrheit von Bildern oder für die Präsentation von Wahrheit? Die sind dokumentarisch gemeint, diese Bilder sind als Beweis ins Netz gestellt. Und das fand ich sehr bemerkenswert. Und zunächst mal hatte ich das aus diesen paar mehreren Stunden, 40 Minuten zusammengeschnitten. Und dann habe ich die Erfahrung gemacht, dass alle, die diese 40 Minuten gesehen haben, nur darüber diskutiert haben, wer war das, wo war das, was für Fakten kann man daraus ableiten und ist man auf der Seite der Rebellen in Libyen zum Beispiel. Und es ging überhaupt nicht mehr das Material als, ich war dann auch ganz hilflos, denn das war das überhaupt nicht, was ich wollte. Ich wollte nicht, dass wir jetzt eine Diskussion machen über die Rebellen in Libyen, das anregen. Und dann habe ich das ein Jahr liegen lassen und dann hatte ich die Idee, okay, ich nehme die Bilder raus, wo es ist immer, wenn geschossen wird und die Handys werden nicht ausgeschaltet. Handyvideos bleiben einfach an. Und die Autoren, also die gehen im Moment des Schocks, dann verlieren die auch die Körperkontrolle. Oder wie gesagt, unter diesen Filmemachern werden erschossen. Und das Material wird aber trotzdem ins Netz gestellt. Und das war für mich das Interessante und Spannende daran. Und durch den Ton hat es ja die literarische Ebene. Also der Titel ist für mich natürlich ironisch gemeint, abstrakter Film. Jetzt interessiert mich trotzdem, welche Bilder du genau ausgesucht hast, weil wir sehen ja sehr wenig, also im konkreten Sinne. Wir sehen natürlich sehr viel, was man metaphorisch sieht. Wir sehen sehr viel Blut zum Beispiel, aber das Blut könnte auch wenig. Ja, wir sehen Blut, aber die rote Farbe kann auch mal ein Pixel fehlen. Ach so, der entsteht durch die Struktur des Materials selbst. Also diese Materialcollage, wie ich sie sehe, hat eine große Assoziationskette, die sie auslöst im Betrachter. Man weiß sofort, auch durch die Unheimlichkeit des Tons natürlich, dass man in einer prekären Situation ist. Man sieht eine Grenzerfahrung, die natürlich keine Erfahrung ist, weil es eine Kamera ist, die hat ja keine Gefühle mehr, aber trotzdem transportiert sie diese Erfahrung weiter. Das ist die Zeugenschaft einer Katastrophe. Aber das geht durch abstrakte Mittel. Also wir sehen Farben und wir sehen Strukturen, wir sehen Formen und reagieren trotzdem emotional drauf. Ich meine, deswegen ist der abstrakte Film für mich gar nicht so verkehrt, weil abstrakte Kunst natürlich auch entstanden ist, um eine Form menschlicher Gefühlswelt auszudrücken, für die es keine anderen Bilder gab. Ja, also konkret ist ja nur der eine große Blutfleck da. Mhm. Das Rot auch eine Rolle spielt, oder dass man das assoziiert, aber wirklich konkret ist nur dieser Blutfleck. Und das war wieder wahnsinnig interessant, weil der war offensichtlich auch von den Leuten, die das hochgeladen haben, schon als symbolisches Bild verstanden. Weil viele von diesen hochgeladenen Videos verschwanden nach 2-3 Tagen und kamen nie wieder. Und dieses Video mit dem Blutfleck, das kam immer wieder, das war immer wieder auf der Seite. Es wurde also offensichtlich gehalten und das sollte da sein. Ja. Und ich habe, wie ich ausgewählt habe, also ich wollte eben wenigstens 10 Minuten zusammenkriegen und mehr war aus diesem
Material, was ich hatte, so 6-7 Stunden nicht zusammenzukratzen. Mhm. Und was mich aber dabei so sehr beeindruckt hat, manchmal, wenn ich diese Bilder gesehen habe, war so was wie so eine Hand. Ja? Mhm. Plötzlich sieht man eine Hand oder einen Schuh. Und darf dann scheiß auf Abstraktion, also ein paar von diesen berührenden Bildern, die eigentlich alles aussagen, habe ich dann doch reingeschnitten. Also zunächst war es fast ganz abstrakt. Und so im Laufe der Zeit habe ich dann doch, auch das Ende ist ja eigentlich gar nicht wirklich, man sieht die Uniform, man sieht die Hände, man sieht den Ellenbogen. Das ist die Ermordung von Gaddafi, das Material. Das ist auch so, man hört ja dann das Schreien, das war ein totales Chaos, ist aber auch natürlich ins Netz gestellt worden. Ja, und da sind eben, wie gesagt, diese Camouflage-Flecken, da weiß es natürlich nicht, in dem Sinne nicht abstrakt, aber irgendwie doch. Dann haben wir vorher den Porträtfilm von Charles Manson gesehen, den Massenmörder, der die Frau von Polanski, Sharon Tate unter anderem, ermordet hat, der heute noch lebt übrigens. Und da haben wir ja auch diesen Effekt, dass etwas ästhetisiert wird, was eine eigene Schönheit hat. Das war ein sehr gut aussehender Mann auch. Was aber assoziativ mit Schrecken verknüpft ist. Weil wenn man weiß, wer es ist, ist es natürlich noch extremer. Und der Vorwurf der Ästhetisierung von Unheil ist ja etwas, was die Kunstgeschichte oder die Filmgeschichte enorm prägt. Von dem ich schon angefangen bis hin zum Splatter-Film. Immer wieder kommt diese Kritik, ob es erlaubt ist, also wie weit es gehen darf, dass man etwas auf eine Schönheit hinweist, die eigentlich nicht existieren darf, die nicht sein darf. Ich glaube, das ist etwas, was ihr damals schon sehr bewusst gemacht habt. Ähnlich wie Andy Warhol vielleicht mit seinen Disaster Paintings, den elektrischen Stühlen und so weiter. Also in der Zeit war es offenbar in der Luft, dass man auf diese Kerbe gehauen hat. Und wie war es damals? Ja, wir haben sehr Bilder gesucht. Weil wir haben nicht selbst, alle diese sind nicht selbst aufgenommen. Also Rohfilm schon, ja, also aber das ist ja nicht wirklich gefilmt. Ja. Ne? Und die Ausgangs, die ganzen ersten Jahre waren Bilder zu finden und mit denen zu arbeiten. Mhm. Und nicht selbst zu filmen. Das haben wir erst 82, 83 in New York, war ich der erste Film, der aus eigenen Filmaufnahmen bestand. Genau, ihr sucht euch Filme aus, die eine eigene Geschichte haben, Bilder aus ihrer Geschichte haben. In dem Fall. Aber der Knackpunkt ist doch wirklich der, was machen wir gerade mit diesen Bildern? Warum sind es gerade diese Bilder? Das hatte ich ja heute wieder beschäftigt. Also Bilder, die eigentlich böse Bilder sind. Vielleicht sind sie auch aufklärerische Bilder, aber sie assoziieren etwas, was man jedenfalls nicht mit Schönheit zusammenbringt. Ja, das, wir werden ja sehen. Also, wie ich eben schon sagte, die Schizophrenie ist es ja doch schön ist. Mhm. Ja, dass man das weiß und dass es doch schön ist. Das wird noch sehr viel deutlicher bei dem Film Kriegsbilder. Der einfach abhebt auf die Schönheit der Kriegsaufnahmen, zum Beispiel während des Golfs- und Irakkriegs, wo viele Zuschauer gesagt haben, wir schämen uns, weil wir finden die Bilder so schön und wir wissen, was es ist, aber wir finden die Bilder so schön und das war genau das, was ich wollte. Also ständig diese Faszination an Bildern, sozusagen, die eigentlich nicht schön sein dürfen. Ja. Ja? Und es ist eben die Frage, wie weit man gehen kann. Und gerade diese Frage habe ich mir sehr gestellt an dem letzten Film. Mhm. Und eben, wie gesagt, die Version von 40 Minuten, da war natürlich sehr viel Tod auch drin. Denn die Videos wurden immer schrecklicher. Aber, und ich habe da diese ganze Diskussion, was darf man zeigen, wie weit darf man gehen. Für mich war dann ganz klar, ich will nicht, dass Leute sich an Gräueltaten aufgeilen. Ja? Weil das gibt es ja auch. Ne? Also das ist ja überhaupt gar keine Frage. Und deswegen habe ich das dann liegen gelassen. Aber in dem Zusammenhang habe ich mich sehr viel mit auch theoretischen Texten beschäftigt. Es gibt einen hervorragenden Text von Susan Sontag, ihren letzten, zu Abu Ghraib, Regarding the Torture of Others. Der ist gar nicht mehr übersetzt worden. Also zumindest ich habe nur eine englische Version von dem Text gefunden. Und da sagt sie ganz klar, auch diese Bilder mussten in die Öffentlichkeit. Es war über ein Jahr bekannt, was da passiert. Und nichts wurde getan. Und erst in dem Moment, als die Bilder im Netz waren, ist überhaupt was passiert, ist die ganze Geschichte ins Rollen gekommen.
Und diese Diskussion wird von vielen Leuten geführt. Man muss nur wissen, wie weit man gehen darf. Aber es kann nicht sein, dass Bilder sozusagen verboten werden, dass man sie nicht zeigen darf. Es kommt darauf an, mit welcher Verantwortung und in welchem Zusammenhang. Ja, gerade diese Abgreifbilder, also dieser Schmerzensmann mit der Kapuze auf und dann sofort. Gilliam heißt er. Ist natürlich sofort auch mit der christlichen Ikonografie zu verbinden. Man sieht sie plötzlich, es ist einfach ein Bild. Und du hast ja Kunstgeschichte studiert, bevor du angefangen hast, Filme zu machen. Nee, aber der doch nur gleichzeitig so. Also es muss ja irgendwie, also wir arbeiten hier mit einem Bild, ja, ja. Dass man nicht. Aber diese Abgreifbilder waren, das habe ich auch später, Good Old American Porn. Haben selbst die Amerikaner, es war so klar, die waren so klar für die Kamera gebaut und nach ganz bestimmten, vollkommen bekannten Mustern, ja, die also auch noch viel weiter zurück sind bis Goya. Es gibt einen Artikel, der die Bilder auch mit Goya in Verbindung setzt. Aber worum es mir jetzt, weswegen ich das erwähnt habe, ist, dass das auch schreckliche Bilder sind. Ne? Aber dass es an einem bestimmten Punkt notwendig war, die zu zeigen. So. Und jetzt mal zurückgeführt auf deine frühen Filme. Wenn man Kunstgeschichte studiert, also ich finde, eine der wichtigsten Lektionen ist immer das Bild von René Magritte, Cécile Passion-Type. Ja, das ist keine Frage, sein Bild. Ja. Und was sie mit euren Filmen machen, ist ja auch, dass sie immer wieder sagen, das ist Film. Man sieht immer zwei, dass etwas abgebildet ist, man sieht aber auch die Materialität des Films selbst. Und ohne dabei gewesen zu sein, in der damaligen Zeit gab es eigentlich zwei Sorten von Filmen. Es gab Amateurfilme und es gab einen offiziellen Film. Film, der im Fernsehen lief, im Kino lief. Aber dazwischen war eben dieser Bereich, wo man den Film eroberte und damit Kunst machen konnte. Und oft habe ich das Gefühl, dass diese Besitznahme von Filmen, dass die immer auch etwas Politisches hat, nämlich, dass man eben sagt, das ist jetzt, gehört nicht mehr dem Fernsehen. Ja, also wir dürfen das auch. War das für euch ein Thema oder wurde das hinein gewesen? Nein, natürlich. Ich meine, es ging darum, zu beide, also Wilhelm und ich waren Maler, also kam von der Malerei und eigentlich vollkommen in dieser Avantgarde-Tradition des 20. Jahrhunderts. Und dann kamen wir zu dem Film und wollten Film als ein gleichberechtigtes Medium, visuelles Medium für die bildende Kunst entdecken, also zunächst mal für uns. Ja? Und da konnten wir noch nicht ahnen, dass jetzt dass eine Zeit kommen würde, in der das so selbstverständlich ist und jeder und für alles überhaupt verfügbar ist. Wenn ich das jetzt aus dem Abstand der Filme sehe, zum Beispiel Bofill, da ist so viel Persönliches drin. Früher hieß das, also, das heißt immer Materialfilm, struktureller Film, könnte es genauso Homemovie nennen. So viel privates Bildmaterial ist im Grunde doch drin. Ja. Ja? Aber es ist eben keine kontinuierliche Geschichte. Vor allen Dingen sind alle, die ganzen frühen Filme, ohne dramatischen Aufbau. Sondern sie sind vorher unglaublich statisch. Ja? Ja. Aber ich glaube auch, das Private kommt durch die Aneignung, durch die Abfilmerei. Also bei Reproductions, das, was die Moviola macht, dass sie dieses Bildfenster mittig aufhört. Aber aufgeht und zugießt. Das ist das Auge, das ist das Auge. Ja. Ja, das ist ganz ehrlich. Wir gucken sozusagen durch ein Auge auf diese Bilder. Das macht das sehr intim. Dann kommt diese Schärfen-Sache dazu, dass Bilder unschärfer werden. Ja, weil man könnte das gerade, ich habe das so mit dem Finger gewackelt. Ne? Genau, das braucht das Auge auch. Das sind alles Dinge, die auch ein Bild sentimentaler aufschlagen können. Das ist natürlich ein Wort, das ganz böse war, sentimental, aber ich kann es nicht anders sehen. Also weil das der ist total sentimental, der Reproductions. Das ist der total sentimental. Schön, das ist ehrlich. Das ist auch bei mir so sehr, das ist sentimental. Das wurde wirklich immer so abstrakt gesehen und strukturell. Warum hat man sich gescheut, dieses Emotionale, was diese Filme ja haben? Ihnen auch zu benennen. Das weiß ich jetzt auch nicht mehr. Weißt du das? Schön, dass Sie heute da sind. Also dieser Ton ist so eine Komposition in sich selbst. Ich habe immer das Gefühl, also wie komplett das komponiert ist, das merken wir erst jetzt, wo wir das hier auf DVD sehen, ohne dass noch ein Underground um diesen Film herum stattfindet. Oder? Hat man jemals die Möglichkeit gehabt, die so klar und als Komposition zu sehen? Naja, vor allem der Ton, ich sage gleich, der Ton war ja zum Beispiel ganz schlecht bei 16 mm und wenn die Spaltoptik falsch eingestellt war, dann hört man sowieso nicht den guten Ton. Sag doch mal was dazu. Ja, ich wollte zu dir vorhin fragen, was sagen. Ja. Ich glaube, es funktioniert so, ein sehr stark emotional aufgeladener Film oder ein Material, das stellt man nicht
Das ist auch nicht interessant, weil es das dann dauernd gibt. Aber die, es scheint mir so zu funktionieren, dass ich sehe etwas, ein Bild, was also eine Postkarte oder ein Stück Filmkader. Und ich habe aber überhaupt nicht die Möglichkeit, mir zu überlegen, wie ist das, was hat das für eine Geschichte, was habe ich dafür. Achso, so ist dabei dauernd. Und mein Gehirn ist aber verrückt danach, immer wieder dieses Bild, manchmal sind da fünf Leute, die stehen alle in genau dem gleichen, absolut für alle Zeiten festgeschmolzenen Zusammenhang. Eine rechts, andere der Zeit und so weiter, weil es in dem Bild so ist. Und dann wird das Bild aber so schnell gewackelt oder es wird kaum zu erkennen. Und mein Gehirn ist so damit beschäftigt, überhaupt dieses Bild noch real zu halten, dass ich gar nicht mehr die Möglichkeit habe, jetzt die ganzen Emotionen, die Geschichte dieses Bildes ist also einerseits ein ganz eröffnet völlig neue Erlebnisse und andererseits ist es eine Möglichkeit, etwas zu verfremden. Deshalb kann es gar nicht passieren, dass mit dieser Art Bilder zu zeigen, etwa zu viel Emotionen aufkommen. Weil das eigentlich nur, ich war dabei, das war, jetzt habe ich zum ersten Mal realisiert, dieses Reproduction ist eine Reise nach Griechenland. Nicht nur. Ja, aber der überwiegende, ich habe erst gedacht, dass wir aus Tunesien, weil wir am Anfang Teilen sind, aber das ist ja ganz schnell vorbei und das ist auch gar nicht wichtig, wohin die Reise gegangen ist. Aber seine Frage war ja, warum könnten wir das damals nicht zugeben? Also sozusagen, dass das emotional, wie emotional eigentlich wir zu den Filmen stehen. Die wurden ja alle schon verkauft, nicht zuletzt auch durch meine Texte, als strukturelle Filme zum Beispiel. Und da wurde der Wert ja total auf die Form gelegt. Ich dachte ja auch, verstehst du? Warum die Frage ja, warum war das damals eigentlich schwierig zu sagen, ist ein sentimentaler Film? Also Rohfilm ist ja von 1968, ne? Ja. Moment. Nichts dazu weiter zu sagen. Es wäre völlig unmöglich gewesen, für uns damals Urlaubsfilme zu zeigen. Das kam ja dann später. Aber das war auch gar nicht interessant, also jetzt ein Home-Movie zu zeigen. Ja, eben. Das sondern das gerade dieses, und ich habe mir mal so beim Schauen von Urlaubsfilmen anguckt, wie das eigentlich vom bildtheoretischen, informationstheoretischen, wie komplex das ist, wie viele Ebenen da gleichzeitig. Also wenn man das wirklich, da könnte man wirklich einen Aufsatz drüber schreiben, wenn man das interessant fände, welche verschiedenen Ebenen sich da multiplizieren. Und das ist natürlich auch wirklich viel interessanter, als einen Urlaubsfilm zu gucken. Aber andererseits kommt man gar nicht in die peinliche Situation, weil alle gucken auf die Form, auf das Material und sehen, das Material kriegt ja plötzlich eine eigene Wirklichkeit. Es kommt ja plötzlich in den Vordergrund. Also es gibt ja mindestens drei verschiedene Wirklichkeitsebenen, die da aufeinander prallen. Und in der Mitte steht nur das Staubfusselchen. Das ist kein Zeichen. Der Kölner Dom ist abgebildet, aber das Staubfusselchen ist nicht abgebildet. Das ist er selbst auf der Materialebene. Und solche Sachen, das ist doch rasend interessant. Das ist sehr gut. Was dieser Film heute besonders ausstrahlt, ist der Film als Gegenstand, dass es eben Film ist, weil uns Filme ja immer historischer vorkommen. Aber war es nicht damals auch Fetischismus schon, dass man stolz ist auf Film, dass man jetzt Film in der Hand hat, dass man Film so gerne hat, dass man damit alles machen kann? Ist das nicht auch so, dass der Film sich selbst darstellt? Ja, schon, aber dieses, also sozusagen, was heute so im Vordergrund steht, dieses Haptische im Gegensatz zu dem immateriellen, der digitalen Welt, also für mich war das nicht, also jetzt nicht etwas, was ich überhaupt vermissen würde. Ja? Also damals war es spannend, mit dem Material zu arbeiten. Mhm. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel manchmal da sitze und was die Möglichkeiten nehmen kann, die Final Cut Pro zum Beispiel bietet beim Schneiden, dann bin ich überhaupt nicht mehr sentimental. Ja? Also das ist eine ganz neue, großartige Welt auch. Also ich habe keinerlei Sehnsucht nach dem Material wieder, nach dem Film oder nach dem Streifen. Das ist einfach vorbei. Ja, nach dem neuen Film glaube ich dir das auch, weil der wirklich die gleiche Qualität hat. Auf der anderen Seite höre ich das, also diese Trauer über das Material
aus von allen Seiten, dass man das nicht mehr in die Hand nehmen kann, dass man nicht mehr den Schneideprozess, der immer so ruhig war, dass man ein Zigarettenhäuschen macht, während die Katrin klebt oder irgendetwas, dass das alles verschwunden ist. Haha, während die Katrin klebt. Das ist schon wieder was anderes. Ich habe selbst geschnitten und geklebt. Ja, vielleicht von wegen das Zigarettenpäuschen, während die Katrin. Das ist ja wirklich nur beim Fernsehen. Ne? Und da habe ich schlechte Erfahrungen gemacht. Da musste man sehr schön aufpassen, weil da durfte man ja nicht selbst schneiden, wenn man fürs Fernsehen gearbeitet hat. Das ist ja heute so. Aber dass dann aber nicht da, wenn du beim Zigarettenpäuschen da irgendwelche Mist gebaut wird, die geschnitten also, das ist also auch nichts, was dem ich nachtrauen würde. Also das Einzige Schwierige ist, es war einfacher, Film zu schneiden, also Material, also den Filmstreifen zu schneiden. Und das ist für mich immer noch so, dass ich nicht ganz ohne Hilfe arbeiten kann. Wenn ich die Filme schneide. Das ist der Mist. Ja? Ja, das Thema von Material, also das Störelement des Staub, das im Kino immer ein Störfaktor ist, der Vorführer nicht aufgepasst hat, dieses Bildfenster nicht sauber geputzt, dass das ein Gegenstand ist, dass die Protagonisten sind, irgendwie Dinge, die man auf den Streifen mit Absicht auch platziert, ist natürlich nicht mehr, das Thema existiert nicht mehr. Nee. Sonst haben wir nicht mehr. Aber heute gibt es ein Computerprogramm. Also man kann alles auf Super 8 machen oder man kann den 35er-Filter oder den 16er-Filter drauflegen und dann sieht es so aus wie Film. Das ist ein Package, das ich dann gemacht habe, Mothlight, weil diese Flügel von so Motten auf Film geklebt haben. Vielleicht hat er das so kannte das? Nein. Also gelesen ja, gesehen nicht. Mhm. Man muss sich das wirklich so vorstellen, damals gab es Film nicht. War es ganz schwer, Filme zu gucken, überhaupt zu sehen. Und die Geschichte, wir kannten auch nicht die Filme der 20er Jahre, sondern mussten selber uns Vorführungen organisieren, als wir schon angefangen hatten, Filme zu machen. Und aufgrund dieser Tatsache, dass man alles zu der Zeit, diese ganze Avantgarde-Underground-Filme nicht sehen konnte, hatte der Film auch für Kunsthistoriker überhaupt keine Relevanz, denn die konnten sie nicht sehen. Ja? Und hatten also auch nicht das Interesse oder dieses Bemühen, sich also dahinterher zu sein. Das hat so lange, lange, lange gebraucht, dass Film überhaupt ins Bewusstsein der Kunstwissenschaftler gekommen ist, weil sie sagten, ja, das sehen wir ja nicht, können wir nicht vergleichen, wissen wir ja nicht. Ja, ne? Weshalb ich das Buch ja auch so geschätzt habe, weil das war die einzige Möglichkeit, sich das vorzustellen. Also bis zur YouTube-Zeit war es praktisch für den normalen Menschen unmöglich, sich Avantgarde-Filmklassiker so einfach anzusehen. Ja? Also man musste reisen, man musste warten, man musste... Meine ersten 20 Jahre Begeisterung waren warten auf diesen Film. Ja, oder eben tatsächlich auch reisen. Ne? Also das auch. Aber es gab, war ja dann auch so eine internationale Gemeinschaft auch wiederum, die sich informierte, besonders die Engländer. Und also unser Kontakt von uns aus Köln war besonders stark zu den Engländern in London, Markham, Rice, Anthony McCauley. Aber soll man nicht mal vielleicht noch jemanden fragen lassen? Ja, natürlich schon. Falls irgendjemand eine dringende Frage hat. Nee, das ist ja nicht. Das Reflexmaterial, war das auch skaliert? Was heißt das? Das war das skaliert, das ist YouTube-Material. Das hochskaliert, das ist ja auch schon sonst größer geworden. Der Ausschnitt ist bei einigen größer, weil ich das Logo rausgenommen habe. Ich hatte erst immer öfter so ein Logo drin von Leuten, die es... hochgeladen habe und das war aber störend. Ich habe am Anfang drin gelassen und deswegen sind die Ausschnitte hochgezogen, ein Stück. Das steht. Aber nicht relevant. Nee, nein, also nicht, wurde ich auch öfter gesagt, gesund nicht, sondern sozusagen die absolut notwendigsten Stückchen hochgezogen. Aber eigentlich waren es 16 zu 9 Original. Wir haben jetzt 4 zu 3 gesehen. Ja, aber das ganze Material gibt es auch 16 zu 9. Ich habe das mit einem. Mit jemandem, der das kann, diese ganzen Clips auch auf 16 zu 9 gerechnet. Und dann aber beim Überspielen auf die DVD war 4 zu 3. Das ist also jetzt noch ein Prozess, also noch ein Arbeitsprozess, ich habe mehrere Leute, also auf dem Computer ist es 16 zu 9, auf dem Monitor mit der DVD 4 zu 3. Es ändert an dem Film eigentlich überhaupt gar nichts. Ja, denn da ist nicht mehr Information, wenn das Bild ein bisschen breiter ist oder ein bisschen höher ist. Aber ich habe das nicht bearbeitet, überhaupt nicht.
Das ist das Entscheidende. Ja? Dass das wirklich so fetzig und zerrissen auch im Netz war. Und der Ton überlappt auch nicht, der ist wirklich immer eins zu eins. Ich habe immer geschnitten, man hört an dem Schnitt. Ja. Ganz genau. Ne? Dass das auch synchron ist und da ist nichts überblendet, sondern ich habe die Stücke so aneinander gesetzt, wie sie waren. Aber die sind ja natürlich kurz. Diese Momente, wo die Kontrolle verloren geht, sind natürlich immer kurz. Aber die wurden nie rausgeschnitten, ne? Aus den Videos, die sind hochgeladen. Ja? Eine Frage zum Verständnis der Relation Bild, also als Still oder als Gemälde oder als Porträt im Vergleich zu dem bewegten Bild im Sinne von etwa Motion Picture. Also das abschließende Stück, sogenannt abstrakt, das ist natürlich eine Art Konzentration eines bewegten Bildes, so wie es einem heute geläufigen Medium in dem Wolkenspekt zugänglich ist. Ähnelt aber in der Tat, jetzt mal von der Sichtung her, fast eins zu eins dem Bild, das durch Wackeleffekte bewegt wurde, ein Still an sich, der frühen Stücke. Ja. Und deswegen die Frage, Stichwort Staubkorn, das sollen natürlich auch Paris etwa, Man Ray, die Dusk-Aufnahmen aus Stills, wunderbare Stücke, Susan Sontag, natürlich ganz aktuell, inwieweit die Diskussion in dieser Zeit Ihrer Auffassung nach jetzt auch als Künstler wiederum eine gewisse Annäherung erfahren. Denn die Möglichkeit, dass... Annäherung an woran? Annäherung an die Diskussion der Avantgarde, ja. Zu der aktuellen, also zu der Jetztzeit. Können Sie es nochmal einfacher formulieren? Also so in einem Satz so? Ein Satz, gut. Ich versuche. Wenn als Besucher beim Betrachten Ihrer Filme diese jeweiligen Zeiten praktisch nahtlos als ein Stück erscheinen, so als sei es sozusagen zwei, drei Projekte, die in einem gewissen Zeitraum relativ nah beieinander ist, erfolgen, dann sind doch die Quellen, die Gedanken, die ursprünglich die Stücke mitgestalten, also ihre Überlegungen, natürlich zu ganz unterschiedlichen Zeiten erfolgt. Deswegen die Frage, Ihrer Auffassung nach, die Zeiten der Avantgarde, also bis 20. Jahrhundert, 60er, 70er Jahre, dass diese Diskussionen, jetzt auch im kunsttheoretischen Sinne, wiederum jetzt ein Echo finden, wie zum Beispiel auch bei Susan Sontag. Ich hatte ja Susan Sontag jetzt ganz speziell, aber nicht für Kunst, sondern eben genau für diese politische Situation am Ukraine zitiert. Ich muss ehrlich sagen, ich bin nicht mehr richtig drin in der jetzigen Diskussion. Nicht so, wie wir das waren in 68 oder auch noch in den 80er Jahren. Wenn ich mal ganz ehrlich sein soll, also sozusagen im Moment, Kunst interessiert mich gar nicht mehr so. Ne? Und also ich muss nicht mehr so up to date sein. Ich muss jetzt nicht mehr ganz genau wissen, was ist jetzt wo. Das hat auch seine Nachteile, denn ich habe jetzt erfahren, also einmal Rabbi Rue, dessen Film ich noch nicht gesehen habe, dass dieses Thema, was ich jetzt gerade das Thema Handyvideo und auch die ganze Frage des Bildes, dass die genau von anderen Künstlern gerade jetzt auch diskutiert wird. Und das ist natürlich jetzt für mich eine spannende Sache. Ich werde den Rabbi Roel am 24. treffen. Ja? Und bin mal wahnsinnig gespannt, also ob wir da in irgendeiner Form tatsächlich ähnliches Thema haben. Ne? Also ob das nicht dann zur Konkurrenz wird, was ja auch zu allen Zeiten furchtbar war. Sozusagen in den Umbruchs- und Anfangszeiten sind alle heimlich Feinde. Ne? Also man versucht zwar zusammen aufzutreten, ne, aber im Großen unterschwellig ist eine Konkurrenz immer vorhanden. Aber jetzt bin ich zu alt dafür, muss ich ehrlich sagen. Es muss das Leben irgendwie einfacher gehen. Also, der Titel abstrakter Film, vielleicht hast du das assoziativ gedacht und dann sind dir die ganzen Auswirkungen nicht bewusst, aber ich meine, du hast es hier dann wirklich eingerahmt in eine Geschichte des abstrakten Films, dieses Stück. Und wenn man sich überlegt, als Man Ray diesen Film gemacht hat,
Retour à la Raison, ja, in den späten 20er Jahren. Das war eine Phase in der Filmgeschichte, wo man tatsächlich dem filmischen Medium habhaft werden konnte. Man konnte filmen, selbst autonom. Und dann gab es nochmal so eine Phase in den 60ern, als die Rolex-Kameras und so etwas eigentlich. Und jetzt haben wir die dritte Phase, wo im Film für jedermann, oder das, was eben nicht mehr Film ist, aber das Video, Medium, ja, das für jedermann ist zu nehmen. Und dann ist drei historische Phasen in der Filmgeschichte, wo eben Film zugänglich wurde, also befreit wurde aus einem Monopol. Mit Ben Ray, also danach gab es den Tonfilm und ist wieder monopolisiert. Den konnte man nicht bedienen, der war zu kompliziert. Dann gab es wieder bis in die späten 40er Jahre, bis zu Maya Deren gab es kaum noch ein Kabel. Aber bis dahin, das sind so Phasen in der Filmgeschichte, wo man sagt, also das ist so, da kommt wieder plötzlich ganz viel heraus. Und du hast das Glück gehabt, dass du diese klassische 60er Jahre aber gerade erlebt hast und gleichzeitig über die 20er Jahre geforscht hast. Und jetzt eben auch noch da bist, wo es diese dritte Avantgarde gibt, wie ich das mal nennen möchte. Ah, die dritte. Für einige vielleicht schon ein bisschen mehr, aber ist ja egal. Ja, ich will jetzt sagen, also Nina Hagen wird immer gefragt, ah, Sie sind die Mutter des Punkner, Gott sei Dank, du bist eben die Mutter des Frankfurter. Ja, solange du nicht Urgestalt hast, also. Nein, aber das ist auch so eine Frage. Du hast ja als Lehrerin unheimlich viele, Björn Mendes muss man auch erwähnen, viele von Footage-Künstler unterrichtet oder inspiriert. Das heißt, ihr habt es wirklich für die damalige Zeit, es gab natürlich Joseph Cornell oder irgendwas, aber das kann natürlich auch mehr machen. So wie meine Nächten hat, der allerberühmteste Farm-Footage. Ist ja scheißegal, komm jetzt. Mir fallen irgendwas, ne? Altersbedingt fallen mir manchmal Namen nicht ein. Aber Farm-Footage spielte die ganze durchgängige Rolle, ne? Also selbst Len Nye, weil Len Nye hat Farm-Footage verwendet. Ja, in den 30er Jahren. Ne? Ja. London Calling. Das geht eigentlich durch. Ja. Ja. Das vorgefundene Material für filmische Arbeiten verwenden wird. Und das Prinzip Collage, ja, wenn man das jetzt mal nicht nur auf den Film bezieht, ist ein ganz entscheidendes Prinzip der Kunst des 20. Jahrhunderts, der Malerei ganz genauso und auch der Musik. Ja. Also da ist der Film eine Form davon. Also Foto, Malerei, da ist Collage auch schon immer ein wichtiges Strukturierungswerkzeug gewesen. Ne? Mhm. Haben wir noch Fragen? Ja, noch ein kurzes Follow-up. Stichwort abstrakt, diese Bewegung mit der Hand. Das erinnert natürlich an Capra. Ja? An Capra. Ja, das weiß ich. Robert Capra. Ja, ja. Genau. Ja. Und sozusagen, was auch als Wahrheit, sozusagen die Authentizität dargeboten werden soll. Die Frage ist, ist es jetzt rein eine subjektive Wahrnehmung oder ist es wirklich integriert sozusagen eine aktuelle Interpretation dieses Themas? Naja, also ich bin davon ausgegangen, dass die Leute, die diese Bilder ja hochgeladen haben, die ich dann ja nur nehmen konnte. Ne? In der Auswahl, ja. Ja, ja. Dass die ja daran das gemacht haben, weil es nicht wegen Kunst, sondern weil sie zeigen wollten, hier ist das und das los. Dass man fälschen kann, das ist so alt wie die Geschichte der Fotografie. Also dass Bilder auch, oder Inszenierung, dass Dokumentarfilm inszeniert ist. Ja? Da braucht man nur an Joris Evans zu denken und seinen China-Film, der war von vorne bis hinten inszeniert und deswegen darf auch nicht mehr gezeigt werden. Aber also das ist klar. Ne? Aber was meinen Sie mit der Hand? Von Robert Capra ist ja diese eine Aufnahme des Soldaten. Der sein Gewehr, dem das Gewehr, und man sagt, es ist gestellt. Oder eben auch nicht, das ist eine Diskussion. Ja. Hat das Bild trotzdem den weniger Wert? Es ist die Ikone für Entsetzen geworden. Ne? Also von daher kann ich da nichts Schlimmes dran finden. Er hat ein Bild Ausdruck gefunden für eine ganz bestimmte Zeit und ein ganz bestimmtes Gefühl. Ne? Und nur weil Fotografie, das war ja unser Problem, nur weil Fotografie, als wir die ersten
Rollen mit der Bolex da aus dem Kopierwerk kam, hat gedacht, was ist das denn für Mist? Wie scheußlich, das ist ja alles real, das sieht ja alles so normal aus. Wir wollten ja genau weg von dem Dokumentar, von dem, was Fotografie, also von dem scheinbar objektiven, realen Bild. Davon wollten wir ja weg. Da war ja Rohfilm erstmal ein guter Ansatz, um dann auch wieder zum Bild zu kommen. Sag mal, wie fanden wir die nächste Frage? Die 20 Euro. Das ist ja. Dann, wenn ihr irgendwelche Specs. Dann würden wir doch eine kleine Pause, wäre doch nicht so schlecht. Ja, die können wir jetzt mal vielen Dank fürs Zuhören. Das ist ein schönes Gespräch.